Perfekt. Nee, der ist es nicht. Das ist er nicht. Meiner steht da hinten. Ich wollte langen Radstand haben. Guck doch mal, ist doch schön, oder? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, wir sind heute bei Opel. Bei Fabian, die geile Sau. Und ich gucke mir heute mit euch das erste Mal, gucke ich mir mein zukünftiges Auto an. Ich habe jetzt lange drauf gewartet und mein Fabian hat ja gesagt, das können wir so nicht machen. Wir können dich so nicht auf die Bahn lassen. Ja? Und übrigens, ein geiles Kfz. Wir können mich so nicht auf die Bahn lassen. Also da hat er gesagt, nee, wir brauchen Felgen, wir brauchen Federn, wir brauchen ein Irmscher-Paket. Und das gucken wir uns heute zusammen an. Ich bin unangemeldet, ich gehe da jetzt einfach rein. Zu meinem Opel-Vertreter Fabian will nicht vor der Kamera. Es liegt daran, dass er halt kamerascheu ist. Ne? Setz ihm nach. Drehen, genau. Das ist mein Opel-Händler des Vertrauens. Das ist voll fies, wa? Hätte ich das gewusst, hätte ich mir wenigstens mal geschminkt heute noch, wa? Na klar, wie viel lange haben wir jetzt gewartet auf das Kfz? Ein Jahr, wa? Oh, ich kann gucken. Jetzt. So lange war es nicht, das war ich im letzten Video schon, dachte ich mir, na, ein Jahr war es ja jetzt nicht gewesen. Ach komm, jetzt ist aber Schluss, wa? Ein Jahr war es nicht. Also es war auf jeden Fall... Es war nicht so kurz. Es war auf jeden Fall für ein Opel gefühlt sehr lange. Nö. Nee? Für ein Opel gefühlt zur Zeit, Lieferzeiten sind über ein Jahr. Ein Jahr. Ja, anderthalb Jahre. Lass mich mal raten. Es liegt alles an der Ukraine und es liegt alles an Corona, ja? Oder so, jetzt an Sachen wieder. Oder? Gibt's denn auch, gibt's, ich zeige euch mal Fabians Lieblings-Kfz. Passt mal auf. Fabian, du hast dein Auto hier vergessen. Sag mal, wo bist denn du mit dem Schlüssel? Dauert das genauso lange wie die Bestellung, oder? Naja, es sind doch fast ein Jahr. Fast 2 Monate fehlen noch. Müssen wir nicht noch 2 Monate warten lassen? Na gut, wir müssen es ja noch umbauen. Hier tuned, wa? Tuning. So, gucken wir uns das gute Stück mal an. Perfekt. Nee, der ist es nicht. Das ist er nicht. Meiner steht da hinten. Ich wollte langen Radstand haben. Guck doch mal, ist doch schön, oder? Es ist ein Transporter. Manche werden denken, ja, du musst einen praktischen Nutzen hin und her. Gebe ich euch alles recht? Aber guckt mal. Das ist ein Auto, okay, Aussichtsturm. Ah, ich wollte Sportlenkrad? Habe ich, wa? Genau, das Bessere. Ich wollte Leder, gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja? Du wolltest Navi, du hast Navi. Ich wollte Navi, ich hab Navi. Ich wollte gute Freisprechung, habe ich auch. Ich wollte Automatik, habe ich auch. Was ist denn das hier? Das wird alles noch angebaut. Guck mal, hier fehlt ja noch ein bisschen was und so. Ah! Ah gut, guck mal. Wie viel Laderaumfläche habe ich jetzt hier? Müssen wir mal nachgucken. Hast du kein Zollstock einstecken? Ich auch nicht. Na, du musst ja so. Ach, wo, warte mal. Halt mal fest, ich leg mich mal rein. Also, knapp 2 Meter. Wie ist denn das für dich? Soll ich zumachen wieder? Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass das verbaut ist. Ich dachte, man kann. Aber geht das? Gibt es das, dass man das. Es gab ja auch die Flexbase, aber wie gesagt, da war man von der Ausstattung her nicht so, wie du es gern wolltest. Das wäre dann zu. Automatik, da wäre dann nur der Schalter und stimmt. Der Motor gewesen. Und das wollte ich ja nicht, wo? Aber das hier ist besser als deutlich besser als beim Opel. Als beim Opel? Also bei dem Combo. Ach so, ja. Ja, aber weißt du, was auch vorteilhaft ist? Wenn ich mit dem Ding zum Schnitzen fahre, ja? Oder. Ich habe nach dort halt auch meine Begrenzung für die Kettensägen, für die ganzen Sachen. Und ich habe diesen Geruch. Der ist weg. Halt auch nicht im Vorraum, oder? Gerade wenn du doch mal mit der Familie hochfahren willst. Na, ihr, ja, sicher. Vernünftig, sag ich mal. Sicher will man mit Familie fahren, deswegen ist es ja auch da. Ja, pass mal auf, genau. Ihr legt das mal da rein. Den, ich muss das sowieso noch fotografieren. Meine Frau will das auch noch sehen. Also pass mal auf, Kinder. Irmscher ist schon. Guckt mal. Das finde ich gut. Ja. Aber ansonsten, langer Radstand finde ich geil. Und zwar, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Wir haben dieses Kfz. Das wird natürlich beklebt, ist ja klar. Von der lieben Christine, das ist die Frau von Fabian. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wir werden euch 2 Designs in dem Video präsentieren. Und dann könnt ihr entscheiden, welches drauf kommt. Per Abstimmung. Dicke Felgen und Irmscher-Paket. Das heißt Seitenschweller, Frontschürze. Frontschürze.
vorne des Schürze kommt nochmal eine Lippe drunter, wa? Drunter, oben kommt nochmal ein Spoiler rein. Jawoll! Wie gesagt, Seitenschweller sind mit dabei, schicke Felgen sind mit dabei und tiefer kommt da eindeutig. Gut, was haben wir jetzt? Haben wir 16 Zoll, wa? Wir machen 19 Zoll drauf. Genau. Was sagst du doch mal, was, ob das hier, Herr Opel-Vertreter, reicht das oder reicht das nicht mit der Höhe? Reicht. Mit Federn? Ein bisschen tiefer noch und mit der Felge sieht dann einwandfrei aus. Man sieht es ja bei Fabian. Das stimmt, das reicht eigentlich zu. Ihr habt unser Auto jetzt gesehen, oder? Ihr habt unser Auto jetzt gesehen. Wir besprechen jetzt noch Felgen. Genau. Haben wir ja gesagt. Da kommt noch ein Irmscher Paket dran und jetzt anschließend zeige ich euch mit der Christine, wie das Design von diesem Kfz aussieht. Willst du noch was sagen? Alles gut. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich freue mich da auch drauf. Also wirklich, ich habe lange drauf gewartet und ich freue mich sehr. Wir nochmal, wir haben jetzt gerade was beschlossen. Fabian, du wirst mich hassen, aber da kommt trotzdem hier Winde rein. Das sieht einfach geil aus. Oder? Sag doch auch mal was. Eindeutig. Gerade vorne zu hinten. Klärst du das bitte mit Fabian, dass ich da keine Ärger kriege? Krieg Fabian, wir lieben dich. Da kommt trotzdem hier Winde rein. Ha? Super. KW-Variante 3. Ha? Mindestens. Bis später. Zugeschaut, mitgebaut, heute geht's weiter. Heute sind wir beim Autohaus Levi und ich bin noch nicht drin gewesen. Also wir zeigen euch ja heute, wie es mit unserem Auto weitergeht. Beziehungsweise geht die Folge jetzt weiter mit unserem Design. Helmi, du geiles Mischstück, du kannst nicht abhauen. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Wo ist Frau Levi? Das ist Helmi, der atmet immer durch die Brust. Genau, wir gucken uns heute unser Design an, über das ihr entscheidet. Also pass auf, du hast es ja noch nicht mitgeschnitten anscheinend. Die Community entscheidet, welches Design aufs Auto kommt. Deswegen sind wir doch hier. Ach so, welches Design? So. Und, das fangen wir gleich vorneweg an. Wir hatten letztens, weil du dich mit, doch Fabian muss ich auch noch tätowieren. Da habe ich so einen lieben Tätowierer gehabt, der sich gemeldet hat. Entschuldigung, ich habe mich noch nicht gemeldet. Frau Levi braucht auch noch Farbe auf dem Körper. Bitte melde dich bei ihr. Ha? Ha? So, wollen wir das mit Design Silber und Design Gold deklarieren? Weil hier ist die Schrift, also, oder hier schwarz, also hier ist Design 1 und hier ist Design 2, wa? Genau. So, wir machen es einfach. Locke wollte gern was Goldenes. Ich wollte was Goldenes, genau. Weil wir golden sind, wa? Aber das ist schon, also gut, ihr müsst jetzt bedenken, wir kriegen ein Irmscher-Paket, das heißt, das Ding kommt noch runter und das Ding kommt noch, wisst ihr was? Guck mal, erstmal, guck mal. Das kommt natürlich auch viel, ne? Guck mal, der Opel ist ja erstmal das geilere Auto als jetzt. Ein Vito als jetzt ein VW, steinigt mich ruhig. Ach so, steinigt mich ruhig dafür. Ist mir egal. Ich bin der Meinung, das Auto ist besser. Es kostet mich 15.000 Euro weniger und es funktioniert besser. Was ist das Goldene? Mensch, das Auto an sich, der Transporter, weil ich gesagt habe, der ist besser. Weißt du? Und wir kriegen jetzt noch irgendwelche Felgen, 19 Zoll? Dann müsstest du die Felgen, dann kriegst du die hier. Nee, wir lassen die schwarz wegen Reinigung. Also. Wir haben, Digga, komm nochmal ran jetzt hier. Also, das ist Design 1. Mhm. Ja? Also Schrift Silber. Ja, das ist Design 2. Mhm. Mit der goldenen Schrift. Ah, das ist schon schick. Dieses Video kommt die Woche noch. Ja? Weil ihr müsst dann entscheiden, wann und wie und wo. Schickst du mir die zwei Bilder nochmal so separat? Oh. Aber, das meine ich. Schlecht genau. Ausgedruckt. Kann man ja mal drucken. Da siehst du es aber nicht so, wie es ne? Naja, gut. Ich finde dies, also meine Meinung, du kannst auch gerne, Christine, was sagst du, welche fällt dir besser? Die junge Frau hat ihren Urlaub für euch geopfert, damit sie das machen kann. Also da will ich mindestens 80.000 Likes bei Autohaus Levi sehen. Aber eins ist noch, wir haben am 20. August sind wir auf dem Festival San Hemo. Mit Knossi und so weiter. Da muss fertig sein. Also eigentlich 3 Tage vorher. Aber ich weiß, dass ihr das könnt. Ich rufe nachher bei euch im Autohaus in Herzberg noch an und sag denen das auch Bescheid, dass das bis dahin durch sein muss, weil der braucht ja locker 3 Tage, um das zu bekleben. Ja. Locker. Locker. Also wenn's hier, obwohl bei beiden braucht der eine Weile. Ja, aber ich denke, dass das wahrscheinlich leichter ist, weil hier muss er ja einzeln mit Konturen arbeiten. Also denk doch mal an den Folierer. Ich denke, dass Design 1, 2 leichter zu bekleben ist. Nee, würde ich nicht sagen. Nee? So, ich würde Folgendes vorschlagen. Also ich, wie gesagt, wirklich vielen, vielen Dank erstmal an euch alle. Ja, muss ich auch so sagen. Ich habe das immer, mach das immer auf den letzten Drücker. Ja. Aber ich denke, also ich bin hier mit guten Händen aufgehoben. Dass das soll, also wenn ihr Fragen habt oder Designwünsche habt, ihr könnt euch ja gerne an die junge Dame wenden. Die macht das natürlich auch nicht nur für uns, sondern auch für andere Firmen.
die das brauchen oder für, auch für private Projekte, die vielleicht umgesetzt werden wollen auf dem Auto, bitte dort melden. Das nehme ich schon mal trotzdem mit. Ja, ich finde es schön. Ich freue mich darüber. Und jetzt liegt es an euch. Ihr entscheidet, ob Design 1 oder Design 2. Schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wir lassen die Abstimmung. Wie lange? Wir haben ja auch nicht so viel Zeit zum Abstimmen. Oder? Also maximal 2 Tage haben die Leute jetzt Zeit zum Abstimmen. Oder? So, jetzt seid ihr gefragt. Wir sehen uns im nächsten Video. Frau Levi, Sie dürfen jetzt das letzte Wort sagen. So. Vielen Dank, bis später. Ciao.